Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch wieder. Sag mal zu dir selbst, die Liebe Gottes für mich, in mir und durch mich ermöglicht die Vision, setzt die Vision frei, die in mir brennt und setzt auch die Gaben, Talente, Stärken frei, die Gott mir auf diese Erde mitgegeben hat. Sag das mal zu dir selbst. Das sind Gottes Zusagen. Beruf dich auf Gottes Zusagen, auf deine Einzigartigkeit, auf das, was Gott in dir, in dich hineingelegt hat, was er dir mitgegeben hat. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie erkenne ich wirklich meine Talente, meine Gaben, meine Visionen? Was brennt in mir? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Warum bin ich auf dieser Erde? Warum hat Gott mich hierher gesandt? Was ist mein Auftrag? Was hat er vor? Wie kann ich ein Segen sein für die Menschen? Hast du dich mit diesen Fragen schon mal beschäftigt? Es sind so kraftvolle, wunderbare Fragen. Und wenn man darüber mal richtig visioniert und mal richtig tiefer geht, du glaubst gerade, was du dann wirklich mit diesen Fragen und an Erkenntnissen aus dir selbst hervorholst. Und mit diesen Fragen und natürlich noch viel, viel mehr und in der Tiefe beschäftigen wir uns dann auch zu unseren Kennenlern- und Begegnungstagen jetzt im November. 3. bis 5. November in der Mariensäule in Wernstein am Inn. Wir beginnen am Sonntag, 3. November, morgens 10 Uhr mit einem Gottesdienst, haben danach viel Zeit auch für Gespräche, auch für deine Fragen, die dich beschäftigen. Und dann am Nachmittag, 15 Uhr, beginnen wir mit den Kennenlern-Begegnungstagen und stärken uns an Geist, Seele, Körper und beschäftige uns mit Fragen, die wirklich wichtig sind und dir auch weiterhelfen für den nächsten Schritt. Es geht immer nur um den nächsten Schritt. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, was kann ich tun, damit ich wirklich beginne, mich mit den Fragen zu beschäftigen, was Gott mit mir vorhat hier auf dieser Erde? Er hat doch einen Plan. Oder nicht? Oh ja, er hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und da gibt es eine wunderbare Bibelstelle, da wird auch gern genannt als die Notrufnummer. Die kannst du immer anrufen, wenn du Fragen hast. Und vor allem, wenn es auch darum geht, was ist mein Auftrag? Jeremia 33,3 kennt bestimmt jeder von uns auch. Eine Bibelstelle, die du dir wirklich mal an den Spiegel hängen sollst, im Bad, am Kühlschrank, immer dort, wo du oft bist, wo du immer einfach diese Bibelstelle immer vor Augen hast, dass du sie richtig verinnerlichst und dann automatisch immer anwendest, sobald ja, es Fragen gibt, Unklarheiten, vielleicht auch Zweifel. Jeremia 33,3. Oder fangen wir in Vers 2 an. So spricht der Herr, der die Erde geschaffen, sie erformt und fest gegründet hat. Jahwe ist sein Name. Rufe zu mir, Vers 3. Rufe zu mir, so will ich dir antworten und dir große, unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht kennst. Amen. Lass das mal wirken. So spricht der Herr, der die Erde erschaffen, sie geformt und fest gegründet hat. Jahwe ist sein Name. Rufe zu mir, also zum Herrn, zum Gott, nicht zu anderen Menschen oder zu deinem eigenen Ego. Rufe zu Gott. So will ich dir antworten. Eine Zusage. Er antwortet.
Es ist eine Zusage Gottes, dass er uns antwortet, wenn wir ihn rufen und dir große, unfassbare Dinge mitteilen, die du nicht kennst. Amen. Also rufe ihn an, auch mit einer Erwartungshaltung, eine Antwort zu bekommen. Eine Vorfreude auch, weil wenn Gott dir antwortet, spürst du einen Frieden im Herzen, dann hüpft dein Herz. Aber sei auch nicht erstaunt, wenn er dir, wie schreibt er hier, große, unfassbare Dinge mitteilt. Dinge, die vielleicht unser eigenes Denken, unsere eigenen Kräfte, unsere eigenen Vorstellungen total übersteigen. Weil der Herr hat ja etwas Großartiges vor mit dir. Wir begrenzen uns immer selber mit unserem kleinen Denken. Wir begrenzen Gott mit unseren Zweifeln, mit unseren Ängsten. Lass es nicht zu. Erwarte, dass du eine Antwort von Gott bekommst, wenn du ihn anrufst. Und erwarte auch eine Antwort, dass er dir zeigt, große, unfassbare Dinge. Und dann beginne darüber zu visionieren und mit ihm im Gebet weiter zu sprechen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag mit viel Freude. In Jesu Namen.